uns dein Wort aufschließen willst, Herr. Wir möchten unser Herz weich machen, aufmachen für dich und deinen guten Geist, für dein Sprechen zu uns. Danke für jeden, der jetzt dabei ist oder der die Aufzeichnung anschaut. Berühre unser Herzen, dass wir nicht dieselben bleiben. Amen. Ja, wir haben ein besonderes Jahr. Wer von euch weiß, was für ein Jahr wir haben? 2017, was ist es für ein Jahr? Lutherjahr, genau 500 Jahre Reformation. Und da habe ich gedacht, es wäre doch gut, mal was von Luther zu predigen, oder? Von Martin Luther. Und man meint ja, man verstünde ihn, man meint ja, man kennt ihn schon. Ich würde mal sagen, mal abwarten, warte die heutige Botschaft ab, ob dir wirklich auch das groß wird, was Luther groß geworden ist und ob du mehr des würdigen kannst, was Gott mit ihm gemacht hat. Denn wir haben ja nicht den Geburtstag von Luther, der war ja 1483, also ich weiß, 1983 war Luther ja schon, da er geboren war. Da war ich noch ein ziemlich kleines Kind, 1983. Wir feiern also nicht 500 Jahre seinen Geburtstag, sondern wir feiern 500 Jahre sein Turmerlebnis, wir feiern 500 Jahre den Thesenanschlag in Wittenberg und den Beginn der Reformation. Das war 1517 und in diesem Jahr hat Luther eine ganz wunderbare Offenbarung bekommen und über diese Offenbarung möchte ich mit euch sprechen. Ich möchte nicht mit euch sprechen über das, wie Luther sich im Alter entwickelt hat, darum geht es heute nicht, aber das, was Gott ihm offenbart hat vor 500 Jahren, ist extrem wichtig auch für uns. Zuallererst müssen wir verstehen, dass Martin Luther ein Genie war. Also wenn man den IQ gemessen hätte, er war extrem intelligent. Er war ein intellektuelles Genie und hat ein unglaubliches Wissen besessen. Er ist schon, bevor er ins Kloster gegangen war, als junger Mann, hat er schon Rechtswissenschaft studiert gehabt, war also schon als Jugendlicher ein Rechtsgelehrter, hat aber dann nicht diesen Weg weiterverfolgt, sondern ist durch diese Begebenheit mit dem Gewitter, wo er um sein Leben bangte, ins Kloster gekommen. Und interessant aber, vielleicht habt ihr es gar nicht gewusst, wenn Luther nicht diesen Hintergrund gehabt hätte, dieser soliden, tiefgreifenden Gesetzes- und Rechtskenntnis, hätte er wahrscheinlich nicht diese Offenbarung bekommen können. Er war also nicht nur phänomenal geschult in den alten Sprachen, im Alten Testament, in Hebräisch und auch Griechisch, hat er auch in Rekordzeit dann auch übersetzt, in seiner Bibelübersetzung, sondern er war eben auch in diesem Rechtsverständnis schon als Background geschult und Gott hat praktisch mit Luther jemanden berufen, für seinen großen Plan, für sein großes Werk, wie er es mit Paulus gemacht hat, der schon vor seiner Berufung einen unglaublichen Background hatte. Also vom intellektuellen Genius kann man Luther sicherlich auch mit Paulus vergleichen. Unglaublich intelligent, unglaublich gebildet auch. Und ein unglaublich folgerichtig im Denken ausgebildeter Verstand. Und das haben die wenigsten Menschen, das haben die wenigsten Christen und darum verstehen manche Christen auch gar nicht, was Luther verstanden hat. Luther hat mit seinem Background, mit seiner fundierten Kenntnis des Gesetzes auch das Gesetz Gottes betrachtet, das alttestamentliche Gesetz, und hat Zusammenhänge gesehen, die den meisten Menschen gar nicht überhaupt auffallen. Und so hat Luther zum Beispiel Luther hat das größte Gebot untersucht. Wir kennen dieses Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, von allen Kräften, von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Steht in Lukas 10, 27. Und er hat sich nicht nur mit dem höchsten Gebot beschäftigt, sondern hat sich auch gefragt, was ist die höchste oder schwerste Sünde. Also wenn man sich mit dem schwersten, gewichtigsten Gebot und der Anforderung Gottes beschäftigt, hat er im Gegenzug auch gefragt, was ist die größte Sünde, die schwerwiegendste Sünde.
Und wir haben vielleicht verschiedene Ansichten. Manche denken, es ist Mord. Wir können verschiedene Ansichten haben, was die schwerwiegendste Sünde ist. Aber Luther hat anders geschlussfolgert. Er hat sich gedacht, wenn das größte Gebot darin besteht, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten lieben müssen wie uns selber, dann kann die schwerste Sünde nur darin bestehen, dass wir in diesem Gebot versagen. Er sah also eine Balance zwischen dem größten und höchsten Gebot und der größten und höchsten Sünde. Und das müssen wir als erstes mal auf uns wirken lassen. Jetzt bitte rutscht eins rüber, oder dass Federico reinkommt, machst ihm die Tür auf. Dankeschön. Also die Frage ist, wie, er hat die schwerste Sünde nicht losgelöst von dem höchsten Gebot betrachtet, sondern er hat die höchste Sünde in Bezug, setz dich da einfach her, er hat die höchste Sünde in Bezug gesehen, in Zusammenhang gesehen zum höchsten Gebot. Und die meisten Menschen denken so nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, hält niemand von uns das höchste Gebot, befolgt das höchste Gebot, nicht mal für 5 Minuten lieben wir Gott in dieser gebotenen Weise und auch unseren Nächsten lieben wir nicht so, wie es Gott fordert. Vielleicht denkst du, oberflächlich betrachtet, du würdest Gott lieben von ganzem Herzen, du würdest deinen Nächsten lieben von ganzem Herzen. Aber wenn du wirklich gründlich drüber nachdenkst, merkst du, dass das nicht stimmt. Niemand von uns liebt ständig seinen Nächsten wie sich selbst. Oder tust du es ständig? Ich glaube nicht. Wir mögen alles tun, was in unserer Kraft steht, aber wenn wir ehrlich sind, ist da diese bohrende, nagende Stimme in unserem Innern, die uns zeigt, dass wir der Übertretung des höchsten Gebots und damit der schwerwiegendsten Sünde schuldig geworden sind und schuldig werden. An Gott, an unseren Mitmenschen. Als Jesaja berufen wurde, da sagte er, weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen und ich wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Jesaja hat gemerkt, dass er absolut disqualifiziert ist. Und Luther hat das auch gemerkt. Und das hat ihn keine Ruhe gelassen. Habt ihr das gewusst, dass das die Frage war, die Luther umgetrieben hat? Um Luther zu verstehen, müssen wir uns damit beschäftigen. Nun sagen wir zu unserem eigenen Trost, keiner ist vollkommen, nobody is perfect, keiner von uns erreicht die perfekte Liebe zu Gott. Warum soll man uns sorgen? Es ist halt so. Gott weiß, dass wir Menschen sind. Gott versteht uns, er kennt uns ja besser wie jeder andere. Warum sollten wir uns sorgen? Gott kennt uns, Gott muss uns verstehen, ja? Haben wir da noch einen Platz frei da drüben? Dann nimmer, oder? Dann kommst einfach, oder da drüben noch, ja? Da ist noch einer, im Eck. Dankeschön. Geht's? Na, dann da. Machen wir einfach nicht lang rum, einfach irgendwo Platz nehmen, vielleicht geht's ja da hinten. Ja, mein Alfred ist schlank. Dankeschön. Super, dankeschön. Luther hat nicht gedacht, dass Gott alle Augen zudrückt und wenn das nicht reicht, dann auch noch die Hühneraugen. Luther hat nicht gedacht, dass Gott sagt Schwamm drüber, sondern Luther hat gewusst, dass er ein heiliger Gott ist, ein gerechter Gott ist, dass da nichts unter den Tisch fällt. Und deshalb hat Luther jeden Tag im Kloster 6 Stunden gebeichtet. 6 Stunden. Und der hat seine Beichtväter zum Wahnsinn fast getrieben. Die haben gesagt, jetzt komm mit der gescheiten Sünde daher. Die kleinsten Regungen deines zarten Gewissens bringst tisch du mir auf. Jetzt bekenn mal was Gescheites, nicht stundenlang irgendwelche Kleinigkeiten. Er hat gesagt, was heißt Kleinigkeiten? Eben Luther hat gemerkt, die Kleinigkeiten verletzen auch die Heiligkeit Gottes, nicht bloß die großen Klopper. Deswegen hat Luther gemerkt, dass 6 Stunden Sündenbeichten immer noch nicht ausreicht.
Wenn Gott jeden Menschen bestrafen wollte, der das größte Gebot nicht hält, müsste er alle Menschen aller Zeiten bestrafen. Also denken wir, Gott muss doch wohl einen anderen, einen milderen Maßstab an uns anlegen. Aber Luther hat gemerkt, dass das nicht möglich ist. Er hat gemerkt, wenn Gott einen milderen Maßstab an uns anlegen würde, dann müsste er seine eigene Heiligkeit, seine eigene Vollkommenheit und Gerechtigkeit verletzen, wenn er uns nach unserem Vermögen beurteilen würde. Aber er muss uns nach seinem Standard, nach seiner Heiligkeit beurteilen. Und wir dürfen nicht denken, dass Gott kann das nicht, Gott darf das nicht, die Augen zuzudrücken, sondern er muss uns nach seinem Standard beurteilen. Er kann also den Standard und den Maßstab nicht niedriger schrauben. Er bleibt absolut heilig, absolut gerecht. Und wir sind alle, wie wir da sitzen, ungerecht. Und das ist das Dilemma. Und darum trieb es Luther um und darum sagt er, wie bekomme ich einen gerechten Gott? Also, Gott ist natürlich schon gerecht, aber wie kann der gerechte Gott mich Ungerechten annehmen? Das war seine Not. Das war sein Dilemma. Und wenn wir ganz gründlich nachdenken, ist es auch unser Dilemma. Weil Luther eben so intelligent war, weil Luther eben so die Dinge zu Ende gedacht hat, wusste er, dass es aus dieser Frage keinen Ausweg gibt, kein Entrinnen gibt. Er fragte sich, wie kann ein gerechter, heiliger Gott einen ungerechten, sündigen Menschen annehmen? Er kann es nicht. Er darf es nicht. Selbst wenn er wollte, er kann es nicht. Er darf es nicht. Er muss uns schuldig sprechen. Er muss uns verdammen. Alle. Wenn du das nicht langsam auf der Zunge mal zergehen hast lassen, weißt du nicht, was vor 500 Jahren passiert ist, was Luther erkannt hat und was Luther Tag und Nacht, womit er gerungen hat. Er war von Gottesfurcht, er war von diesem Wissen, dass Gott ein gerechter Richter ist. Absolut, das lastete auf ihm. Das suchte ihn heim und es gab keinen drinnen, weil er zu intelligent war, um ein bisschen Schwamm drüber zu sagen, ja. Was die wenigsten Menschen überhaupt nur bekümmert, wo die wenigsten sich einen Kaffeeklatsch verderben lassen von dieser Frage, das hat ihn wirklich in einem Kampf auf Leben und Tod beschäftigt. So schrieb Luther mal, weißt du nicht, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt? Wir schwachen, unwissenden Kreaturen wollen die unbegreifliche Majestät des unerforschlichen Lichtes der Wunder Gottes untersuchen und verstehen. Wir wollen ihm nahe kommen. Wir bereiten uns darauf vor, uns ihm zu nahen. Kein Wunder, dass uns seine Majestät dann überwältigt und zerschmettert. So war Luther das genaue Gegenteil eines anderen jungen Mannes. Er war ein recht junger Mann damals. Er war 34 Jahre alt, ja, der Luther. Aber es gab einen anderen jungen Mann, der nicht so intelligent war wie Luther. Ein anderer junger Mann, der tralala verträumt durchs Leben gegangen ist. Die Bibel nennt ihn den reichen Jüngling. Und der begegnete Jesus. Ich lese aus der Heiligen Schrift. Es fragte ihn ein Oberer und sprach, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist die Geschichte in Lukas 18, 18 bis 20. Was wir gerne übersehen bei dieser Bibelstelle, ist die Bedeutung der Begrüßungsworte, die dieser junge Mann, mit denen Jesus begrüßt. Er sagt zu ihm, guter Meister. Er sagt zu ihm, guter Meister. Oder guter Lehrer. Und Jesus hat es sofort gecheckt, was er da sagen will. Er hat sofort begriffen, in welchem Tonfall, mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Selbstverständlichkeit einfach sagt, hey, guter Lehrer da drüben, was denkst denn du darüber? Und Jesus hat sofort begriffen, dass da was ganz und gar nicht stimmt im Herzen dieses Mannes. Und deshalb hat er gesagt, was nennst du mich gut?
Manche haben daraus gesagt, dass Jesus damit sagt, er selbst wäre nicht gut. Also dass Jesus von sich weist, weil er sagte zu Jesus, ja, du bist ein guter Meister. Jesus sagt, was nennst du mich gut? Eines gut, Gott allein. Also, dass Jesus erstens sagt, er selber wäre nicht gut, haben manche daraus interpretiert. Und andere haben gesagt, Jesus wäre auch nicht Gott, weil wenn, was nennst du mich gut, wenn nur Gott allein gut ist und er ihn schimpft, dass er Jesus gut nennt, dann ist also Jesus auch nicht Gott. Also, vielleicht habt ihr euch diese Fragen auch schon mal gestellt, aber beide Schlussfolgerungen sind völlig unangemessen. Denn Jesus will weder damit sagen, er selber sei nicht gut, natürlich ist er gut. Er ist die Inkarnation des Guten, er ist die Personifizierung des Guten. Wenn etwas Gutes in dieser Welt war, dann war es Jesus. Also Jesus hätte milliardenfach bestätigen können, ich bin gut. Warum sagt er, was nennst du mich gut? Nicht, weil Jesus nicht gut war, sondern weil der Tonfall nicht gepasst hat von dem jungen Rüngling. Hey, guter Meister! Hey, guter Lapp, guter Kerl da drüben. Bist der guter Kerl, bist der gute. Hey, Ute, du Gute. Verstehst? Auf diese lockere, locker flockige Begrüßung, bam, hat er ihm eine Grenze gezogen daher. So nicht, mein Freund. So nicht. Was nennst du mich gut? Das hat fast nicht gepasst, die locker flockige selbstvergessene, selbstherrliche, tralala Reichtum. Die Welt gehört mir, was kostet die Weltart von diesem jungen Mann, der nicht kapiert, worum es im Leben geht. Und da steht Jesus vor ihm und er kommt zu ihm und sagt, guter Meister, was soll ich tun? Und Jesus sagt, so nicht, Birschel. Versteht ihr das? Er hat den Geist, er hat die Herzenshaltung, er hat den Tonfall von diesem reichen Jüngling konfrontiert. Er hat mitnichten abgelehnt, dass er selbst gut ist. Er hat mitnichten abgelehnt, dass er selbst Gott ist. Aber er hat gesagt, du siehst mir als guten Kerl, dann darfst du mich nicht gut nennen. Was um alles in der Welt nennst du mich gut, wenn ich bloß der gute Kerl von der Nachbarschaft bin? Dann ist nur einer gut, nämlich Gott allein. Hätte Jesus gespürt, dass er ihn als Gott erkennt, hätte er ihm nicht widerstanden. Hätte er Jesus gespürt, dass er die Güte Gottes in Jesus sieht, hätte er ihm nicht widersprochen. Aber Jesus war der gute Lapp, Jesus war der gute Kerl. So ähnlich wie, bist du ein gutes Mutterl, immer wenn ich vorbeikomme, kriege ich Jausen bei dir, kriege ich Brotzeit bei dir, bist du ganz ein Gute. So von der Art kam er und hat gesagt, guter Meister. So nicht. Verstehst du, der Ton macht die Musik, die Nuancierung. Jesus hat die Herzenshaltung absolut scharf Grenze gezogen. Und nicht gesagt, er ist nicht gut oder er ist nicht Gott. Haben wir das so weit verstanden, okay? Der junge, reiche Jüngling war nicht wie Luther. Der war nicht gewissenhaft. Der war nicht wirklich gottsuchend. Der war oberflächlich, selbstverliebt, selbstgerecht. Und er wollte so ein bisschen mit Jesus philosophieren. Na, wie ist es mit Himmel und Hölle? Na, wie ist es? Was muss ich tun, um ins ewige Leben zu kommen? Und Jesus liebte ihn, heißt es. Er liebte ihn, obwohl er so dreist mit Jesus redete, obwohl er so unangemessen, so das gegen jedes Protokoll verstoßend Jesus da anspricht. Aber Jesus liebte ihn und aus Liebe will er ihm helfen. Und aus Liebe sagt er ihm, was nennst du mich gut? Und dann sagt er zu ihm, du kennst die Gebote. Jetzt wird es interessant. Er zählt nicht, hast du schon mal geschaut? Er zählt nicht alle 10 Gebote auf. Er zählt nicht das Gebot auf, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das kommt gar nicht vor. Er zählt nur die mitmenschlichen Gebote auf. Nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, Vater und Mutter ehren. Er bringt nur 5 mitmenschliche, also soziale Gebote vom Dekalog, vom 10 Gebote. Er gibt keins der anderen Gebote, den Namen des Herrn nicht verunehren und so weiter. Das spricht er gar nicht an. Er packt ihn beim Mitmenschlichen.
eigentlich ganz nach dem, wisst ihr, mit Gott können wir uns ganz schön viele Flausen einreden. Ach, Halleluja, ich liebe Jesus. Ich bin Christ, ich bin, Jesus ist mein Herr, ich lebe nur für Jesus. Ich lebe nur, und du schwafelst dir einen Dampf vor und du pflanzt dich selber, du pflanzt Gott und du pflanzt alle Menschen um dich herum. Du veräppelst sie alle und merkst es gar nicht, deiner Heuchelei. Ich lebe nur für Jesus. Bis auf die 3.298 Mal in der Woche, wo es nicht tust. Aber es merkt man ja nicht, weil du bist ja im religiösen Niemandsland. Du bist in der numinosen Waage, wagen wollte. Oh, ich liebe nur Jesus. Ich lebe nur für Jesus. Wer will mir dessen Frage stellen? Dann schauen wir mal an, wie gehst du mit deiner Frau um? Schauen wir mal an, wie gehst du mit deinen Kindern um? Schauen wir mal an, wie gehst du mit dem Chef um? Schauen wir mal an, wie gehst du mit den Kollegen um? Schauen wir mal an, wie gehst du mit den Geschwistern der Gemeinde um? Und dann sehen wir, wie sehr du Jesus liebst. Weißt du, im Mitmenschlichen wird schön geerdet, was du im Wolkenkuckucksheim daherlaberst und daherschwafelst. Da wird das Ganze konkret. Da ist Schluss mit lustig und Schluss mit spielen und Schluss mit ein X für ein Ufer machen. Im Mitmenschlichen zeigt sich, ob du, wenn wir mal schauen, ob du Jesus wirklich liebst. Schauen wir mal, welche große Töne du spuckst, ob das wirklich so ist oder ob du ein religiöser Labersack bist. Schauen wir es uns mal an, sagt Jesus praktisch da. Und deshalb nennt er ihn die mitmenschlichen Aspekte der 10 Gebote. Weil wie kannst du sagen, du liebst Gott, den du nicht siehst, das kann jeder schnell behaupten, wenn du deinen Bruder, deine Schwester nicht liebst, die du siehst. Da wird die Sache konkret. Und Gott sagt dir, du liebst mich so sehr, wie du den liebst in der Gemeinde, den du am wenigsten magst. So sehr liebst du mich, sagt Herr. Schon gemerkt? Und alles andere, da bist du ein Labersack und flunkerst dir selber was vor. Was dem Geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Schau mal, wie sehr du mit dem umgehst, mit dem am schwersten leiden kannst. Das zeigt denn dein Pegel, wo du stehst bei mir, sagt der Herr im Himmel. Da wird es auf einmal geerdet, da wird es auf einmal konkret. Was nennst du mich gut? Jesus war das Gute, die Güte, die ins Fleisch gekommen war. Aber der junge Mann war sich dessen in keinster Weise bewusst. Deshalb konnte Jesus das nicht stehen lassen. Und dann sagt er, du kennst die Gebote. Und dann sagt er, das alles habe ich gehalten von Jugend auf. Er hat wahrscheinlich Psalm 14 nie gelesen, wo es heißt, die Toren sprechen im Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Steht im Psalm 14. Aber der reiche Jüngling muss wohl die Ausnahme sein. Gott, das trifft auf mich nicht zu. Gott, du musst dich irren. Paulus zitiert das im Römerbrief. Und seine Aussage ist unwiderlegbar und unmissverständlich. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es gibt keine Ausnahmen, kein Missverständnis. Es gibt nur einen, der wirklich die Ausnahme ist, und das ist das reine, makellose Lamm Gottes, Jesus Christus. Der ist ausgenommen, der ist allein gut. Ja, aber der nennt ihn doch gut. Aber verstehst, wie er ihn gut nennt? So nicht, sagt Jesus. Wir denken, das ist ein bisschen übertrieben. Wir kennen doch alle Menschen, die Gutes tun. Wir kennen Menschen, die viel Geld spenden. Wir kennen Menschen, die eine gute Tat vollbringen. Ja, wir geben zu, niemand ist perfekt, wir alle machen Fehler. Aber wir tun auch doch so manches Gutes oder etwa nicht. Nein, das war genau das Denken des reichen Mannes. Er hat das Gute mit einem falschen Maßstab gemessen. Er hat die guten Taten objektiv von außen gemessen. Und Gott gebietet uns, Gutes zu tun. Er gebietet uns, den Armen zu helfen. Und dann helfen wir immer mal wieder auch den Armen. Ist das eine gute Tat?
Ist es eine gute Tat? Ja und nein. Es ist insofern eine gute Tat, weil wir versuchen, ein Gebot Gottes zu erfüllen. In diesem Sinn tun wir öfter mal was Gutes. Aber Gott schaut auf unser Herz. Er kennt unsere inneren Motive. Eine gute Tat muss nicht bloß eine gute Tat sein. Sie muss auch aus einem Herzen kommen, das Gott mit vollkommener Liebe liebt und den Nächsten vollkommen liebt wie sich selbst. Und weil es niemanden gibt unter uns, der so vollkommen Gott liebt und der seinen Nächsten so vollkommen liebt, ist selbst das Beste, was wir zu tun imstande sind, disqualifiziert bei Gott. Die beste gute Tat fällt letztlich durch. Unsere guten Taten, unsere sogenannten guten Taten, egal wie viel du spendest und gibst, sind nur eine trübe, trügerische Oberflächlichkeit. Sie sind behaftet mit dem Makel unserer inneren Unvollkommenheit. Und weil niemand ein wirklich reines Herz hat, kann niemand außer Jesus eine wirklich gute Tat vollbringen. Niemand. Und so ist das Gesetz Gottes der Spiegel, der Standard. Wenn wir uns und unsere Taten in diesem Spiegel anschauen, erkennen wir unsere Unvollkommenheit. Und Jesus hat diesen Spiegel dem reichen jungen Mann vorgehalten. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst und so weiter. Und was antwortet der Mann? Statt dass er bleich wird, statt dass er innehält, statt dass er irritiert wird, nachdenklich wird, demütig wird, wird er keck und hochmütig und stolz und sagt, alles kalten. Meister, alles kalten. Super. Herr Meister, ich bin super. Findest du das? Ich bin echt super. Genau. Stell dir diese unüberbietbare Arroganz und Vermessenheit vor. Stell dir diese totale Unkenntnis, diese Blindheit, diese Mangel an Selbstwahrnehmung. Stell dir diese bodenlose Dummheit vor dieses Mannes, diese Ignoranz, diese Verblendung. Der Mann ist nicht in Touch mit der Realität, der kennt sich selber nicht, der kennt das Leben nicht und der hat die Dreistigkeit zu sagen, Meister muss zurückgehen, bei mir passt alles perfekt. Und manche sagen ja, der war ein Heuchler, also der hat so getan, als ob. Weißt du, ich glaube das nicht einmal. Ich glaube, der hat das mit dem Brustton der Überzeugung tatsächlich selber geglaubt. Der war selbst betrogen. Der hat nicht so getan, als ob. Der hat nicht geschauspielert, ich bin so gut. Und gewusst im Herzen, ich bin es nicht. Der hat doch tatsächlich gedacht, er war's. Der hätte doch tatsächlich angenommen, ich, mit mir muss zufrieden sein. Ich fall da nicht ins Raster. Ich bin ja nicht dabei. Ich bin die Ausnahme. Stell dir vor, jemand hätte im Gespräch dir so dreist ins Gesicht geantwortet. Was hättest du dem wohl gesagt? Jetzt schlägt's 13. Jetzt wird's hinten höher wie vorn. Du willst deiner Kindheit alles das ständig Tag und Nacht gehalten haben, befolgt haben. Du hast diese Gebote nicht einmal in den 3 Minuten, seit wir reden, gehalten. Geschweige denn seit deiner Kindheit. Hast du nie die Bergpredigt gehört? Hast du nie begriffen, dass das Gebot, du sollst nicht töten, dass du da schon schuldig wirst, wenn du nur mal ärgerlich wirst über deinen Bruder oder deine Schwester? Dann bist du schon schuldig der Übertretung. Oder dass du des Gebotes schuldig bist, wenn du eine Frau begehrlich anschaust. Hast du noch nie jemand begehrt? Verstehst du, ist noch nie vorkommen, all die Jahre nicht. Hast du immer deinen Eltern gehorcht, immer perfekt deinen Eltern untertan gewesen, dein ganzes Leben lang? Man könnte fragen, hast du noch nie geschwindelt, noch nie gelogen? Entweder bist du blind oder deppert. Entweder bist du verrückt oder, ich meine, ist ab heute 2 und 2 ausnahmsweise mal 5. Im besten Fall ist dieser Mann oberflächlich gehorsam gewesen, aber niemals von Herzen. Und vielleicht hättest du ihm da so rausgegeben, hättest du einmal ihm die Wadel vierig gericht, verbaler Art, ja,
Hättest du ihm mal gesagt, was kost's und was wiegt's auf der Welt? Aber Jesus nicht. Jesus hat ihn einfach nur geliebt. Und als Jesus das hörte, diese zum Himmel schreiende Verstiegenheit, Arroganz, Dreistigkeit, Verrücktheit, die der von sich gibt, das habe ich alles gehalten. Da widerspricht er ihm nicht. Er sagt nicht, du lügst, er sagt nicht, das stimmt nicht. Er bleibt ganz ruhig. Er sagt, nehmen wir mal an, das wäre so. Eins, nur eine klitzekleine Kleinigkeit gäbe es da noch. Eine klitzekleine Kleinigkeit gäbe es da noch. Darf ich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Es fehlt dir nur eine klitzekleine Kleinigkeit. Nicht viel, das haben wir gleich. Verkauf alles, was du hast, gib den Armen und dann folg mir nach und dann haben wir alles, okay? Und dann wurde zum ersten Mal das Gesicht bleich und lang. Jetzt kam die Überführung, jetzt kam der Schock. Vorher nicht. Vorher war er noch schön rosafarben im Gesicht. Aber jetzt wurde kreidebleich. Jetzt auf einmal hat er ihn erwischt. Wenn du dir einmal überlegst, was Jesus das sagt, eine klitzekleine Kleinigkeit. Du bist der Perfekteste, den ich je getroffen habe. Aber eine klitzekleine, bis auf eine kleine, mikroskopische Ausnahme, die schauen wir kurz an, okay? Wenn du dir das einmal auf der Zunge zergehen lässt, wie Jesus da mit ihm redet. Wenn du jetzt Jesus buchstäblich beim Wort nehmen würdest, Und es wirklich so war, dass der vollkommen war und dass dem wirklich nur eine klitzekleine Kleinigkeit gefehlt hat, dann müssen wir sagen, dass diese Begebenheit, diese Begegnung, diese Unterhaltung zwischen den zwei gerechtesten, moralisch vollkommensten Wesen stattgefunden hat, die es je in diesem Universum auf Erden gab. Nämlich dem Lamm ohne Fehler und dem Lamm mit nur einem einzigen kleinen, klitzekleinen Fehler. Da waren zwei Lämmlein, makellos, tadellos, zu gut für diese Welt. Das Lamm Gottes Jesus ohne Fehler und das Lamm eines vollkommenen Menschen, so vollkommen, so unfassbar vollkommen, nur ein klitzekleiner Fehler. Aber natürlich hat Jesus nicht ihn so gesehen, dass er ein Lämmlein ist mit nur einem klitzekleinen Fehler. Er sagt, so du hast alle Gebote von Jugend an gehalten. Wie heißt denn das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Nun ja, mal sehen, wie es da ausschaut beim ersten Gebot. Jesus hat ihn geprüft und wenn es irgendetwas gab in diesem Leben, was die erste Stelle einnahm, nämlich vor Gott, dann war es sein Reichtum. Sein Gott war sein Reichtum, nicht der lebendige Gott. Aber Jesus sagte, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also im mitmenschlichen Miteinander warst du perfekt. In allem perfekt, Eltern gehorchen, alles perfekt. Aber stell dir vor, du hast eine klitzekleine Kleinigkeit, du hast doch ein bisschen dein Reichtum vor Gott geschoben. Komm den besten Familien vor. Aber ich muss das sagen. Ich gebe dir ein kleines Hilfsmittel, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ganz auf der Seite, verkauf alles, was du hast und dann komm und folge mir nach. Dann haben wir es gut gelöst, das Problem, okay? Und was tat der Mann? Wie ging er mit dieser klitzekleinen Kleinigkeit um? Er ging weg von Jesus. Er ging traurig weg. Und jetzt hat man gemerkt, knapp verfehlt ist auch daneben. Diese klitzekleine Kleinigkeit hat ihn das ewige Leben gekostet. Diese klitzekleine Kleinigkeit war zwischen ihm und Jesus. Jesus wollte nicht sagen, dass jeder Christ alles verkaufen muss, sondern es war das, was ihn getrennt hat. Darum musste er es konfrontieren. Jesus hat diese ganz kleine Selbsttäuschung in seinem Leben, wo er dachte, er wäre so perfekt, entlarvt, aufgerollt. Und er hat den Finger auf diesen eine klitzekleine Kleinigkeit, nur eins fehlt dir, gelegt.
Und der Mann ist zusammengeklappt wie ein Kartenhaus. Bam! Als Jesus 1500 Jahre später einem anderen jungen Mann begegnet ist, brauchte er nicht so mit ihm zu reden. Er musste ihm nicht groß seine Sünde auf die Sprünge helfen, wie es mit seiner Sünde, seiner eigenen Gerechtigkeit bestellt ist. Er sagte nicht zu Martin Luther, nur eins fehlt dir noch. Luther wusste Länge mal Breite schuldig im Sinn der Anklage. Egal wie man es dreht und wendet, chancenlos. Kein Entrinnen. Luther war dieser Rechtsgelehrte. Er hatte das alttestamentliche Gesetz gründlich studiert. Er wusste, was Gott verlangt, was Gott entspricht, was er fordert als reiner und heiliger Gott. Und das hat ihn nicht mehr schlafen lassen. Das hat ihn zur Verzweiflung getrieben. Er musste eine Lösung finden. Die Frage, die Tag und Nacht an ihm nagte, war, wie kann ein gerechter Gott, der gerecht sein muss, einen ungerechten Menschen einfach so annehmen? Und er wusste, meine Ewigkeit, ob in Himmel oder Hölle, hängt von der Beantwortung dieses Problems, dieser Frage ab. Aber er konnte die Antwort nicht finden. Weniger scharfdenkende, weniger folgerichtige denkende Menschen sind in ihrer grenzenlosen Einfalt und Ignoranz ihren Weg gegangen und haben alle gerade sein lassen und haben das Leben genossen. Auch Christen. Aber Luther konnte das nicht genießen, weil er den Dingen auf den Grund gegangen war, weil er die Frage zu Ende gedacht hatte. Manche sind traumtänzerisch in ihrer Unwissenheit dahin getänzelt, dahin tralala, der Tag ist schön, die Sonne scheint. Und Luther wusste, hier ist ein Zorn Gottes, der darauf wartet, auf mich hereinzubrechen, und es gibt keinen drinnen für mich. Und das wusste er. Wissen es wir? Andere dachten, ach ja, Gott wird schon ein Auge zudrücken. Gott wird uns schon wegen der eigenen Unvollkommenheit irgendwie in den Himmel lassen. Im Bierzelt haben wir auch gesungen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so gut sind oder weil wir so brav sind. Haben schließlich keinen umbracht. Alle Menschen machen Fehler. Und außerdem, es war ja fad im Himmel ohne mich, oder? Denkst du vielleicht auch manchmal? Gott würde ein paar moralische Entgleisungen schon nicht so ernst nehmen. Und zwei Dinge haben Luther von dem Rest der damaligen Menschen getrennt. Luther wusste, wer Gott ist. Und zweitens wusste er, was Gott verlangt, die Forderung des Gesetzes, das Gott dem Menschen gegeben hatte. Und Luther kannte das Gesetz genau. Und er wusste, wenn es keine Lösung für mich gibt, dann bin ich absolut verloren. Und dann kam es zu seinem berühmten Turmerlebnis, zu seinem berühmten Glaubenserlebnis. Scheinbar erstmal unspektakulär, in seiner Studierstube, im Zimmerchen. Und dieses Erlebnis von Luther hat sein Leben revolutioniert und die Weltgeschichte verändert. Durch seine Offenbarung hat er neu Gott angefangen zu sehen. Er verstand die Forderung Gottes, die Gerechtigkeit Gottes ganz neu zu verstehen. Er verstand zum allerersten Mal, wie Gott uns barmherzig sein kann, ohne seine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit zu verletzen. Es war ein vollkommen neues Verständnis darüber, wie der heilige Gott seine heilige Liebe uns gegenüber zeigen kann. Und ich zitiere, was er so schreibt. Es war gewiss wunderbar, wie ich von einem hitzigen Eifer ergriffen gewesen war, Paulus im Brief an die Römer kennenzulernen. Aber im Wege war mir bis dahin nicht die Kälte meines Herzens gestanden, sondern ein allereinziges Wort im ersten Kapitel. Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart. Ich hasste die Worte Gerechtigkeit Gottes. Denn durch den Brauch und die Übung aller Doktoren war ich gelehrt worden, es philosophisch zu verstehen von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit, durch die Gott selbst gerecht ist und das in dieser Haltung die Sünder und Ungerechten straft. Also klar, Gott ist gerecht, die Gerechtigkeit Gottes ist etwas Furchtbares, weil sie uns bestraft.
Ich aber konnte den derart gerechten, den Sünder strafenden Gott nicht lieben, hasste ihn vielmehr. Denn obwohl ich als untadeliger Mönch lebte, fühlte ich mich vor Gott als Sünder und gar unruhig in meinem Gewissen und getraute mich nicht zu hoffen, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei. Ich war voll Unmuts gegen Gott, wenn nicht in heimlicher Lästerung, so doch mit mächtigem Murren und sprach: Soll es denn nicht genug sein, dass die Elenden durch die Erbsünde ewiglich verdammten Sünder mit allerlei Unheil bedrückt sind durch das Gesetz der 10 Gebote? Muss denn Gott noch durch das Evangelium Leid an Leid fügen und uns auch durch das Evangelium mit seiner Gerechtigkeit und seinem Grimm bedrohen? So raste ich vor Wut in meinem verwirrten Gewissen, pochte aber dennoch ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, voll glühenden Durstes zu erfahren, was der heilige Paulus wollte. Da erbarmte sich Gott meiner. Unablässig sann ich Tag und Nacht, bis ich auf den Zusammenhang der Worte merkte, nämlich: Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbar, wie geschrieben steht: Der Gerechte lebt seines Glaubens. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche Gerechtigkeit zu begreifen, durch die der Gerechte als durch Gottes Geschenk lebt. Das heißt also aus Glauben, und merkte, dass dies so zu verstehen sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar, nämlich die sogenannte passive. Das heißt die, durch die uns Gott aus Gnaden und Barmherzigkeit rechtfertigt durch den Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt seines Glaubens. Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren. Die Tore hatten sich mir aufgetan. Ich war in das Paradies selber eingegangen. Da zeigte mir sogleich auch die ganze Heilige Schrift ein anderes Gesicht. Wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes mit allem Hass hasste, so erhob ich nun mit heißer Liebe das gleiche Wort als süß und lieblich über andere. So wurde mir diese Stelle bei Paulus eine rechte Pforte zum Paradies. Wenn du wirklich glaubst, dass Christus dein Retter ist, dann hast du mit einem Mal einen gnädigen Gott. Denn der Glaube führt dich zu Gott und öffnet dir sein Herz, dass du die reine Gnade und überfließende Liebe sehen kannst. Das ist Gott im Glauben schauen und sein väterliches, freundliches Herz erkennen, in dem weder Zorn noch Unbarmherzigkeit zu finden ist. Wer Gott als zornig erkennt, sieht ihn nicht mehr richtig, sondern schaut nur auf einen Vorhang, als ob eine dunkle Wolke über sein Gesicht ziehe. Das hat ihn befreit, das hat ihn gerettet. Er musste den Spiegel des heiligen Gottes sehen. Gott musste ihn quasi über den Abgrund der Hölle und der Verlorenheit jagen. Er ließ ihn nicht reinfallen in diesen Abgrund. Er hat sein Leben gerettet von diesem Abgrund und hat ihm gezeigt, dass er ein gerechter Gott und ein rechtfertigender Gott, ein Gott, der uns richtig stellt, ist. Als Luther das zum ersten Mal als Evangelium, als Frohbotschaft erkannte, sprangen die Türen zum Paradies weit auf und er ist hineingegangen. Der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das war der Kampfruf der protestantischen Reformation, der Gedanke, dass die Gerechtigkeit allein durch den Glauben kommt, allein durch die Gnade Gottes, war Luther nun so zentral, dass er ihn als den Glaubensartikel bezeichnete, mit dem die Gemeinde steht oder fällt. Und Luther wusste, dass er selber seine ganze Zukunft, seine ganze ewige Seligkeit hängt an diesem einen Glaubensartikel, dass er aus Glauben lebt und angenommen ist. Und Luther war von dem Moment an ein anderer Mensch. Die Last seiner Schuld war hinweggenommen, die entsetzlichen Qualen hatten ein Ende. Und das hat ihn so stark gemacht, so mutig gemacht, dass er bereit war, gegen die ganze Welt aufzustehen, gegen den Papst, gegen den Kaiser, sein eigenes Leben, damit musste er rechnen, seinen eigenen Kopf bald rollen zu sehen, Fürsten und Kaiser, sich gegen all entgegenzustellen, gegen die ganze Welt aufzustehen. Warum? Er hatte die Wahrheit erkannt und die Wahrheit hat ihn freigemacht. Er würde sich aus diesem Paradies von keinem Menschen mehr herausbringen lassen. Luther war ein Protestant, der wusste, gegen was und gegen wen er protestierte und Protest erhob. Ich wollte euch ein bisschen da mit hineinnehmen, damit wir ein bisschen würdigen können,
was es mit der Reformation auf sich hat, was es mit dieser Schlüsselerkenntnis, dass wir durch Gnade richtig gestellt sind bei Gott, wo es sonst überhaupt keine Chance für uns gegeben hätte. Dass wir das wirklich tief zulassen und erfassen. Ich wollte deshalb euch, vielleicht sagt ihr, wir haben es schon mal gehört, oder im Religionsunterricht haben wir gehört, dass Luther diese Erkenntnis hatte. Aber ich wollte euch ein bisschen Hintergrund dazu vermitteln, damit ihr wisst, was der Hintergrund war, auf dem Luther diese frohe Botschaft hörte. Denn unser Problem ist manchmal, wir hören, Gott ist Liebe. Also, wenn du manchen Menschen sagst, Jesus liebt dich, dann sagt ein wirklich auf Teufel komm raus sündigender Heide mit einem Lächeln, na eh klar, ich bin sein Schoßkind, was soll der sonst mit mir machen? Er hat mich ja gemacht, ungefähr. Oder natürlich, ich bin sein Schoßkind, ich bin sein Liebling. Ich kann machen, was ich will. Wenn der Mensch da draußen kontextlos sagt, Jesus liebt dich, dann sagt er, ja super, cool, sehe ich genauso. Also, das löst nichts aus. Das bildet nichts aus, dass er dich liebt. Aber wenn du weißt, dass dich eigentlich verdammen müsste und trotzdem liebt, dann ändert es was. Oder manche Menschen sagen, Jesus ist die Antwort. Dann sagt ein Mensch da draußen in dieser Welt, was ist denn bitte schön die Frage? Oder du sagst, du bist verloren, also lass dich, Jesus der Retter, dann sagt ein Mensch dir mit dem, wirklich wie der reiche Jüngling, ich wusste nicht, was ich verloren hätte, dass ich einen Retter bräuchte. Die Menschen wissen nicht, dass sie verloren sind. Die Menschen wissen nicht, was sie verloren haben. Denn verstehst du, wenn jemand sagt, ich hab deinen Schlüssel gefunden, wenn du ihn gar nicht verloren hast, wenn der Schlüssel von einem anderen ist, dann ist es keine gute Nachricht für dich, oder? Aber wenn es dein Schlüssel war, dein Autoschlüssel war, wo du bei dir fast draußen frieren und bippen müsstest, dann wird es zu einer guten Nachricht, dass er deinen Schlüssel gefunden hat. Jesus hat dich gesucht und gefunden, weil du verloren warst und nicht, weil du es nicht gebraucht hättest. Und die Menschen da draußen wissen, ich sag's euch, die Menschen da draußen wissen nicht, dass sie verloren sind. Darum schätzen sie nicht, dass sie einen Retter haben. Weil ein Retter ist ja überflüssig. Dein David, der begreift nicht, dass er verloren ist. Du sagst, Jesus liebt dich, ja eh klar, Umi. Jesus hat dich gerettet am Kreuz, ja eh klar. Was sollen sonst machen wir den ganzen Tag? Aber er ist nie da gewesen, wo Luther war. Ich glaube, das ist das Schlimme. Aber weißt du, was die beste Vorbereitung fürs Evangelium ist? Das Gesetz. Wir müssen den Menschen da draußen wieder die Forderung Gottes mitteilen, damit sie begreifen, dass sie verloren sind. Erst vor dem Hintergrund der Forderung Gottes, des Gesetzes, des unentrinnbaren, unausweichlichen Verlorenheit, merkst du auf einmal, dass da der Rettungsanker kommt. So vielen Leuten sagst du, kommst in die Gemeinde, kommst zu Jesus, kommst in der christlichen Veranstaltung, du preist es an wie schales Bier, du preist es an wie etwas, was keiner will und keiner braucht, aber jeder braucht's. Jeder braucht's. Aber uns selber als Christen kann es so gehen, dass wir eigentlich das Evangelium nicht mehr schätzen. David betet, stell wieder her die Freude meiner Errettung im Psalm 51 oder was. Stell wieder her die Freude meines Heils, die Freude. Haben wir Christen eigentlich Heilsfreude, dass wir auf dem Weg in den Himmel sind? Sind wir jeden Tag gut drauf? Oder kann das schlechte Wetter oder weil es ein bisschen kalt ist und schon die Laune verderben? Aber begreifen wir, dass wir tatsächlich alle, wie wir hier sitzen, einen Sechser im Lotto gezogen haben, wenn wir auf Kurs Himmel, Ewigkeit bei Gott sind? Eigentlich sollten wir von früh bis spät halb im Delirium vor Freude sein als Christen. Egal, ob wir arbeitslos sind, egal, ob wir Wehwehchen haben. Warum? Das Leben geht zu Ende, aber Ewigkeit erwartet dich und mich. Und ich sagte, jede Laus, die uns über die Leber läuft, vermiest dir die Stimmung und die Laune. Ist das nicht grotesk? Weißt du, wo das herkommt, dass jede kleine Laus, der Teufel, die über die Leber laufen lässt, dich verstimmen kann? Du hast kein Ermessen, wie verloren du warst und was für ein extremster Glückspilz du bist. Du bist herausgefischt, einer unter Hunderttausenden aus dem Völkermeer.
Herr, mit dem Kescher Gottes aus Gnade, aus Liebe rausgefischt. Du begreifst nicht, dass du Tag und Nacht Lobpreis, dankst, jubelst. Der Herr muss uns die Freude unseres Heils wiederherstellen. Sonst gilt es, was Gandhi sagte oder Nietzsche, Erlöster müssten mir die Christen ausschauen, damit ich an den Erlöser glaube. Wie 10 Tage Regenwetter haben schon viele Christen reingeschaut. Aber wir müssen uns auch wieder besinnen darauf. Warum freuen wir uns eigentlich? Wenn wir Beförderung kriegen, wenn wir 100 Euro mehr im Monat haben, das ist doch kein Grund zur Freude. Dass wir eine Ewigkeit bei Gott haben, das ist doch Grund zur Freude. Luther war bereit, sein Kopf bald wirklich... Der war bereit, als er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Da hat er gedacht, als nächstes wird er weggeführt und wird er exekutiert. Der war bereit, sein Leben zu lassen, weil die Freude ihm niemand nehmen konnte. Etwas, was uns abhanden gekommen ist und was der Herr definitiv wiederherstellen will, ist Gottesfurcht. Gottesfurcht ist etwas, was vielleicht du nie hattest, oder was du vielleicht mal hattest, aber was du lange nicht mehr kennst. Und weißt du, Gottesfurcht ist etwas, was die Bibel, was Gott, was die Nachfolge sehr, sehr hoch schätzt. Ich rede nicht, der Herr errettet mich von all meinen Ängsten. Ich rede nicht von Schlafstörungen, Panikattacken. Ich rede nicht von Ängsten, denn die Feigen werden in der Hölle brutzeln. Nein, ich rede nicht von Ängsten. Ich rede nicht von einem knechtischen, oh, Gott ist so furchtbar, jetzt haut er mir in die Pfanne. Davon rede ich nicht. Ich rede von der Gottesfurcht, die extremst gesegnet ist. Und was ist der Unterschied zwischen dieser knechtischen, bückenden, kriechenden Angst vor Gott und was ist der Unterschied zwischen dieser gesegneten Gottesfurcht? Weißt du, was der Unterschied ist? Gottesfurcht ist, weil du Gott vertraust. Deshalb fürchtest du ihn. Deshalb hast du diese tiefe Ehrfurcht, diesen tiefen Respekt vor ihm, weil du ihm zutiefst vertraust. Angst vor Gott hast du, weil du ihn nicht kennst, weil du ihm nicht vertraust, weil du voller Unglauben bist. Darum hast du Angst. Ich rede hier nicht vor der Angst vor Gott, wird Angst vom schwarzen Mann. Ich rede vor der Gottesfurcht, die gerade daher kommt, dass er dir vergeben hat. Es heißt in den Psalmen 130 oder 131, Herr, wenn du die Sünden zählen würdest, wer könnte bestehen? Aber Vergebung ist bei dir. Vergebung ist bei dir, dass man dich fürchte. Ja, gibt es einen Sinn, wenn die Vergebung bei ihm ist? Genau das meint es. Wenn keine Vergebung, wenn das Gericht und das Damoklesschwert des Gerichts über dir baumeln würde, dann müsstest du dich fürchten im Sinn von Angst haben. Aber dir ist alles vergeben. Und jetzt, wo du feiern kannst, hast du nicht mehr diese sklavische Furcht vor Gott. Jetzt hast du Ehrfurcht, weil du auf einmal begreifst, oh mein Gott, das ist Golgatha. Das meint Golgatha. Dass er meine ewige Strafe erleidet, in voller Härte, voller Schwere. Oh mein Gott! Auf einmal steigt der Respekt in dir ins Stratosphärische. Das ist Ehrfurcht. In dem Moment, wo du Gott glaubst, wo du Gott schätzt, wo du ihn liebst, wo du bedingungslose Gnade berührst, verschlägst du die Sprache vor Respekt und vor, wie kann jemand so gut zu dir sein? Diese tiefe Gottesfurcht, die der Grund ist, dass ich nicht mehr gegen ihn sündige, dass ich nicht mehr ihn verletzen möchte. Dass ich, verstehst du, dieses reine, zarte Lamm Gottes, was alles am Kreuz gegeben hat für mich, dass ich dieses Lamm nicht mehr bespucken will mit meiner Gottlosigkeit und Sünde. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr draufhauen mit meiner Geißel auf seine Wunden. Möchte ich nicht mehr. Ich möchte ihn küssen. Ich möchte ihn lieben. Ich möchte ihn verehren. Dazu brauche ich die rechte Gottesfurcht. Es heißt in Apostelgeschichte 9,31, so ist die Gemeinde, die in der Furcht des Herrn unterwegs war und im Trost des Heiligen Geistes vermehrt worden. Wenn wir Gottesfurcht haben, kommt der Heilige Geist und tröstet uns und liebt uns und wir spüren seine zärtliche Nähe und die Gemeinde wächst und wird vermehrt. Wir sehen, dass das der Segen ist, nicht Altes Testament. Gottesfurcht, die rechte Ehrfurcht vor Gott ist absolut neutestamentlich. Jesus hatte eine Gottesfurcht zu seinem Vater im Himmel.
Und der Vater war nur zärtlich, nur lieb, nur wunderbar. Was heißt Gottesfurcht letztlich wirklich, diese Art von Gottesfurcht? Das heißt, diese tiefe Ehrfurcht, wie ich sie versucht habe zu beschreiben, die nicht mehr so oberflächlich durchs Leben tändelt, wie ich es beschrieben habe im reichen Jüngling, sondern diese Gottesfurcht ist eine tiefe Demut, wo du dir selbst nicht mehr über den Weg traust, weil du weißt, dass, zu was du imstande bist, weil du weißt, dass du der Schlimmste aller Sünder bist, wie Paulus sagte. Weil du diese Mördergrube deines Herzens schon mal gesehen hast, dass noch keinen Blick hinein erhaschen dürfen. Belebst immer noch tändelnd, selbstgerecht und selbstherrlich wie der reiche Jüngling, voller Ignoranz und Unwissenheit, wie es wirklich bestellt ist für dein Herz. Weil wenn du mal siehst, was da rauskommen kann an Bosheit, an Egoismus, dann siehst du, was für ein Otterngezücht in deinem Herzen sich bewegt. Dann weißt du, Gott sei mir gnädig. Aber viele von uns haben das nie gesehen, wie es in dem eigenen Herzen ausschaut, in der eigenen Seele ausschaut. Und wenn du das aber gesehen hast, dann bist du demütig und weißt, du brauchst ihn mit jedem Herzschlag, du brauchst ihn mit jedem Atemzug. Wenn er dich nicht durchträgt, Sekunde für Sekunde, dann stirbst du. Wenn er dich nicht durchträgt, bist du weg vom Fenster. Dann fressen dich die Wölfe, dann fressen dich die Dämonen, dann hat's dich, dann bist du Frühstück für die reißenden Wölfe. Du traust dir selber nicht mehr über den Weg. Du hältst dich nicht für den tollen Molly, den Hans Dampf in allen Gassen. Du bist nicht mehr die Frau Superschwester oder der Herr Superbruder. Du bist auf einmal einer, der dem Gnade widerfahren ist, der weiß, dass ohne Christus ist nichts da zu melden bei mir. Gar nichts. Und du fürchtest in einer tiefen, wirklich tiefen Furcht, etwas zu tun, was ihn betrübt. Du fürchtest Tag und Nacht, sein liebendes Herz zu verraten, ihm Schmerz zuzufügen, diesem zarten Lamm Gottes. Du trittst so leise mit der Taube, dem Heiligen Geist auf deiner Schulter. Du willst, dass sie wegfliegt. Du willst, dass das Lamm Gottes betrübt wird. Du willst den Heiligen Geist nicht betrüben. Du willst ihm nicht wehtun mit deiner Ignoranz. Das ist Gottesfurcht und das wünscht sich der Herr. Diese Wachsamkeit, dass du regelmäßig betest, stell einen Wächter vor meinen Mund, weil du weißt, wie viel faules Geschwätz da schnell rauskommt. Wie viel überhebliches Geschwätz, wie viel verrichtendes Geschwätz da rauskommt. Verstehst du das? Du sagst nicht mehr länger, das tun doch alle und alle Christen, sondern auf einmal merkst du, Herr, erbarm dich über mein böses Maul, mein böses Mundwerk. Erbarm dich, was da rauskommt. Erbarm dich, erschreck drüber, Herr. Du bist auf einmal wachsam, du bist auf einmal, du betest um Geistesgegenwart, du betest um einen Wächter vor deinem Mund. Herr sagt, sei verherrlicht durch meine Lippen. Ja? Merken wir, das ist die Gottesfurcht, die wir brauchen. Diese Ernsthaftigkeit, mit der wir nicht wollen, dass er umsonst für uns gestorben ist. Dass unser Leben einen Unterschied macht. Und ich hoffe, auch mit dem Beispiel und dem Zusammenhang von Luther ist uns es heute ein bisschen klarer geworden, ein bisschen deutlicher geworden, wie unermesslich viel uns vergeben wurde. Denn, weißt du, Jesus sagt ja mal zu diesem Pharisäer, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wer von euch kennt die Stelle? Ja. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Weißt du, dass auch dem Pharisäer genauso viel vergeben wurde wie der Sünderin? Warum hat er nicht viel geliebt? Weil er kein Bewusstsein hatte. Wie herstelle die Freude an meiner Rettung wieder her? Gib mir ein Bewusstsein, wie viel mir vergeben wurde. Wir machen uns keine Vorstellung, wie unermesslich immens viel uns vergeben wurde. Dir, Friederike, uns allen. Milliarden Schulden wurden erlassen. Milliarden! Dir, allein dir. Du hattest Milliarden Schulden bei Gott. Und er hat gesagt, ich bezahle für dich die Schulden. Und das gilt für jeden von uns. Für jeden. Und wenn wir das erkennen, wie gut er ist. Oh Gott, du bist so gut. Oft bringen wir den Mund nicht auf, können nicht Danke sagen, können ihn nicht loben, weil wir keinen Schimmer, keine Ahnung haben, wie gut er ist. Wir haben vergessen, wie schlecht zum uns bestellt war. Wir haben vergessen, welchen Preis er für uns bezahlt hat. Aber wenn wir das nicht vergessen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn wir das nicht vergessen,
wenn er uns wiederherstellt, die Freude unserer Rettung, dann jauchzen wir, dann jubeln wir. Ich wünsche dir, dass du die nächsten Tage, dass diese Wahrheit nicht nur bis heute Abend anhält, sondern die ganze nächste Woche, dass die ganze nächste Woche wie verliebte Gockel durch die Arbeitswoche geht und alle sagen, was ist mit dir los? Ja, ich bin neu verliebt. Ja, sagen wir davon, er heißt Jesus. Ich bin verknallt bis über beide Ohren in Jesus, ganz neu. Ja. Das ist ja auch so wahr, wenn man vergisst, was für einen guten Mann, was für eine gute Frau man hat. Auf einmal ist alles Gewohnheit. Und so geht es uns mit Jesus, unserem Ehemann Jesus. Ah ja, mei, ist halt auch da. Mei, ein bisschen stille Zeit, ein bisschen loben, ein bisschen danken, muss man halt machen, Christenpflicht erfüllen. So, und irgendwo leben wir so eine Ehe mit Jesus, rein aus Gewohnheit, Tag ein, Tag aus. Ah ja, wie geht's da? Man hat es nicht leicht, leicht hat es Ohren. Verstehst? So leben wir dahin. Aber alles gottloser Blödsinn, alles heidnischer Blödsinn, Unfug. Der Herr hat uns gesegnet, er hat uns reich beschenkt, er hat uns geliebt, hat uns alles vergeben. Und es ist in der Zeit, dass wir einfach wieder erkennen, wie wunderbar, wie glücklich wir sind, was für Gewinner wir alle miteinander sind. Ja. Amen. 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 Mm-hmm.